mal, wie euch, warum ihr hier sitzt und was ihr so toll findet an Tokyo Hotel. Ja, um in die erste Reihe zu kommen, weil es die besten Plätze sind beim Konzert. In die erste Reihe? Ja. Das Konzert ist in circa 10 Tagen? Ja. 11. In 11 Tagen? Ja, und 6 Tage haben wir schon hinter uns. 6 Tage habt ihr schon hinter euch? Ja. Und gab es da schon Jugendliche, die noch länger gewartet haben? Oder ist das vor jedem Konzert so? Nee, oder? Also im März, als das Konzert auch hier gewesen wäre, dann saßen wir alle schon 3 Wochen vorher. Drei Wochen vorher. Also, ist ausgefallen, ne? Ja, weil wir krank waren. Ach stimmt, an seiner Stimme. An seinen... Da waren wir da hinten. Da hinten? Ja. Ach so. Und seit wann seid ihr Tokyo Hotel Fans? Schon immer, seit dem 20. November 2005. Ja? 2000, seitdem gibt es die Band? Ja. Ah ja. Nein, nicht seit November. Die gibt es 15. August 2005. Da kam durch den Monsun raus. Und jetzt seid ihr richtige Fans jeden Tag? Oder? Ja. Ja? Rhein, die schwammen bei Zano wohl über den Rhein. Sie schwammen gar leise. Im Loft, wo die wohnen. Ach, wo die wohnen? Ja. Alle zusammen? Ja, einfach nur gucken. Ist das eine große WG oder wohnen die alle zusammen? Tokyo Hotel, oder? Die haben alle eine eigene Wohnung. Also das Loft ist halt davon mehrere. Das ist so wie so ein kleines Dorf. So. Ja. Aha. Ja. Wie lange sitzt ihr dann hier täglich vor der Westfalenhalle? Den ganzen Tag. Von morgens bis abends? Von der Schule bis heute abends. Bis heute, insgesamt dann heute, bis wie viel Uhr sitzt ihr dann hier? Bis 10. Irgendwelche. Megafon. Megafon. Ach so, wofür ist das Megafon denn? Kannst du damit, kannst du damit was sagen? Ja, wir haben so eine Nummernliste und da machen wir dann halt Kontrolle. Habt ihr da? Leute, die fragen, was steht, Musik? Was steht da drauf auf dem? Ja, alles von Tokyo Hotel. Alles mögliche Folge. Meine Oma steht drauf. Meine Oma. Aha. Oder hier mal Musik oder so, was man am Handy auch dran hält. Ja, mach mal. Ja. Könnt ihr das nochmal? Wenn die Leute so doof fragen, was wir tun. Ja, wenn die Leute fragen. Sind hier viele, die dumm gucken auch? Ja, oder? Ja, auf jeden Fall. Hinter ihnen zum Beispiel die nächsten. Ja. Ihr Handy ist besser. Ja. Und ihr Handy ist immer dein. Von dem geht's besser. Bestimmt auch viele Klingeltöne bestimmt von Tokyo Hotel, oder? Ja, sie hat da glaube ich das ganze Album. Das ganze Album ja, auf, also auf drei dem. Alben. Ja. Drei Alben, okay. Aha. Was sagen eure Eltern so dazu, dass ihr krank seid? Ja, ja. Nein, gefällt das nicht, aber sie können es ja auch nicht verhindern. Ja, aber bei den Beatles war es doch auch so ähnlich, oder? Ja, keine Ahnung. Ja. Bei den Beatles. Aber nicht so krass. Meinst du nicht? Wissen wir nochmal, wie funktioniert das mit den Nummern? Also, dass ihr hier so sitzt? Die Nummernliste, die als erste da sind, die machen das halt jetzt hier. Und ja. Dann, und das ist ein anerkannt, also das ist dann das. Ja. Das machen die Fans unter sich. Und das ist auch von den Securities von Tokyo anerkannt. Und dann halt der als nächstes kommt, der kriegt halt dann jetzt zum Beispiel die Nummern und das Nummer 7, weil die ist gerade noch frei. Und in Gruppe 1 und 2 sind halt 8 Fans, weil es auch 8 Schleusen, gibt zum Einlass. In allen anderen Gruppen 5 Fans. Und das geht dann von 1 bis 20. Dann sind wir so 100 Fans. Ja, 104 Fans. Plus so ein paar, ja. Und der Rest wird dann so richtig durchnummeriert, dann 101, 102, 103 dann so durchnummeriert. Mhm. Ah ja, sind da nicht welche, die sich da versuchen zwischenzudrängeln, oder? Doch, es gibt immer welche, aber die werden sehr unfreundlich rausgebeten. Ja, also das habt ihr alles im Griff, ja, dann auch mit diesen ganzen, dass sich das auch lohnt hier für euch, ja? Ja. Die Warterei, ich meine. Ich wollte auch nichts Unrechtes machen. Ja. Genau, wir holen auch keine Freunde vor oder so. Nein, nee? Wir auch nicht. Ach so. Ich meine, das ist ja schon von euch eine ganz schöne Warterei jetzt hier, oder? Ja. Ja, das macht auch Spaß. Ja, aber hier lernt man immer wieder neue Leute kennen und so. Ja. Ja. Seid ihr, dass die hier grillen wollt? Ja, genau. Kriegen wir halt auch so Besuch. Ja, von der Vanessa. Wer, achso, von... Ja. Die ist auch eine Freundin aus Dortmund, oder was? Nein, aber die ist halt nicht zu überhören. Also, ja.
Was, wieso, was heißt das? Wenn sie dann irgendeine so eine Henne hören, die ein bisschen rumschreit, dann wisst ihr Bescheid. Vor mir kämpfen ist illegal! Ja, sowas zum Beispiel. Das singen was sagt alle, sie? Was singt sie? Das ist die, die alles bestimmen möchte. Sie schreit, vor mir kämpfen ist illegal. Ach so. Ja, und das Ding ist, sie will immer die erste hat jetzt sein. Eigentlich meistens die Listen gemacht und so. Aber jetzt kommt sie total unfair. Spät und es wäre natürlich unfair, wenn sie jetzt die Liste macht, sich als erste drauf zu ziehen. Ja, da müsst ihr euch. Sie kommt immer und ist die 1. Ja. Egal wann sie kommt, die schläft im Auto, wir müssen raus und die ist trotzdem die 1. Ach so. Ja, und wir müssen dann auch Schule schwänzen, weil wir dann hier schlafen müssen, weil wenn wir einen Tag hier nicht schlafen, werden wir von der Liste gestrichen. Ja, eben. Und so macht sie das. Ach so. Ja. Dann müsste ich schwänzen dann auch. Also. Und die kommen eben am Freitag und wollen die Liste dann ihre eigene Liste machen. Das Problem ist, und das behandelt uns wir sind schon. Ja, wie Dreck. Das ist dann. Ja, aber warum hat sie. Lasst euch das gefallen von der? Nein, wollen wir diesmal nicht. Wollen wir jetzt nicht. Aber diesmal, letztes Mal schon, oder was? Ja. Wir mussten wieder. Irgendwie. Letztes Mal war sie richtig gut da. Sie war nicht die allererste, aber sie war mitsamt eine der ersten. Mhm. Ja. Das ist dann, unterscheidet sich dann ganz vorne noch in einzelne Reihen dann, oder was? Wer dann ganz, ganz in der allerersten Reihe steht, oder wie? Ja, das Ding ist, erste Reihe sind ja die ersten 150. Aber ach so, das ist dann. So richtig tolle Plätze. Ich meine ganz, ganz vorne, ja, meine ich ja. Das seid ihr dann eventuell, oder? Ja, aber es passt 150 halt entlang der Bühne dran, aber man will halt einen guten Platz haben und nicht ganz an der Ecke, wo man gar nichts sieht. Ja, weil zum Beispiel diese Vanessa, die will zum Beispiel immer kommt vom Toms Mikro stehen. Das geht halt diesmal nicht. Ja, eben. Außerdem hat sie schon ein paar Abfuhren von Tom bekommen. Ja. Wer halt als erster da ist, der steht da auch. Ist eigentlich wie im Supermarkt der Schlange. Man kann sich einfach da rausgehen und sagen, ja, scheint die gerade hier und ich bin letztes Mal da und es will ich wieder dahin. Ist ja. Naja. Ja, die wieso? Warum? Fans, das geht gar nicht. Deutsche und französische Fans. Ja, die sagen ja, Tokio-Tempo brauchst du zum scheiß Nazi-Land und keine Ahnung. Und wir können uns auch anhören, irgendwie, ihr habt schon den Zweiten Weltkrieg verloren, jetzt verliert ihr Tokio-Hotel. Ach so, das sagen die. Ja, die schlagen auch die deutschen Fans auf Konzerte. Kein Wunder, wenn die schlagen die deutschen Fans auf Konzerte. Aha. Eine lag 2 Monate im Koma oder so. Ja, irgendwie so. Eine Schlägerei zwischen meinem französischen Tokyo-Hotel-Fan und dem. Ja, nee, ein deutscher Fan war auf einem Konzert in Frankreich und die war dann, die hat Tom's Flasche gefangen und lag dann 2 Monate im Koma. Weil halt die französischen Fans die Flasche haben wollten. Ja. Aha. Was haben die? Die haben ihn dann zusammengeschlagen? Ja, oder? Die Flasche haben von uns. Oh Mann.